Großartig, aber es wird eine kurze Globalgeschichte sein. 150 Seiten. Die Vorstellung, dass Gebirge oder Berge selbst als heilig gelten können, als Gottheiten oder häufig noch als Wohnsitz von Göttern, Dämonen und Geistwesen, dürfte dem Mitteleuropäer fremd sein. So beginnt ein erster Abschnitt in der Ausschreibung zu dieser Montafoner-Tagung. Und wir haben ja in den letzten Tagen schon eingehend über verschiedene Varianten von Heiligkeit in verschiedenen Regionen und Perioden miteinander diskutiert. In meinem Beitrag hier möchte ich eine Kampagne thematisieren, die für das Jubeljahr 1900 in Italien und in der katholischen Weltkirche Jesus den Erlöser mittels großer Gipfelkreuze ehren sollte. Die Idee war, 19 prominente Berge auf der Halbinsel mit solchen Gipfelkreuzen zu versehen, in Erinnerung an die 19 Jahrhunderte, die seit seiner Geburt vergangen waren. Und die Frage ist, woher die Antriebe zu diesem Projekt kamen und was sie für die allfällige religiöse Beziehung zwischen den Gläubigen und den Bergen bedeutete. Allgemein ist davon auszugehen, dass das Christentum seine Einstellung zur Natur unter dem Einfluss der aufkommenden Natur- und Gebirgsforschung veränderte. Die Gebirgsforschung führte zum Alpinismus, und zu Beginn scheinen christliche Gipfelkreuze ein kulturelles Nebenprodukt des Vorstoßes ins Hochgebirge gewesen zu sein. Kreuze auf dieser oder jener Passhöhe, auf einer Alm oder bei einem Bergkloster gab es natürlich schon lange. Doch eigentliche Gipfelkreuze in wirklichen Höhenlagen waren eine neue Erscheinung. Als Prototypen, die auch publizistisch herausgestellt wurden und Nachahmungseffekte auslösen konnten, gelten die beiden Gipfelkreuze auf dem Klein- und Großglockner von 1799 und 1800. Die Initiative ging von einem aufgeklärten, alpinistisch interessierten Fürstbischof aus, von Franz Xaver Altgraf von Salm-Reifferscheid. Es waren groß angelegte Erstbesteigungen und eigentlich wissenschaftliche Expeditionen, die den weitherum höchsten Berg mit seinem Nebengipfel auch für die Kirche beanspruchten. Wenige Jahre vorher hatte die Revolution in Frankreich die Kirchen entweiht und ausgeräumt und die Armeen Napoleons standen kurz darauf mitten in Österreich. Das Kreuz hochzuhalten war in dieser Situation auch ein politischer Akt. Wie Sie wissen, ist das christliche Kreuz konfessionell sehr unterschiedlich konnotiert, vor allem infolge der Diskussion um das Bilderverbot in den mosaischen Gesetzen. Ist das Kreuz, das an den christlichen Erlöser erinnert, auch ein verbotenes Bild? Diese Frage stellte sich in aller Schärfe während der Reformation. Die berühmte Flugschrift von Abtuung der Bilder aus der Feder eines Kollegen von Martin Luther in Wittenberg stellte die Verehrung aller religiöser Bildwerke 1522 als Götzendienst dar. Luther teilte die Meinung nicht wirklich, doch in der Zürcher und in der Genfer Reformation und an vielen anderen Orten im nördlichen Europa fand die radikalere Auslegung Zuspruch. Ein Bildersturm fegte durch Städte und Länder, die sich von der alten Kirche abwandten. Auf Anordnung von Theologen, von reformierten Theologen und Behörden oder durch Eigeninitiative auch von Aktivisten wurden Darstellungen des Gottessohns und der Heiligen im 16. und 17. Jahrhundert aus den Kirchen entfernt. Ihre Verehrung galt nun als Abgötterei. Dieser Bannstrahl betraf auch Kruzifixe und Kreuze außerhalb der Kirchengebäude, auf öffentlichen Plätzen, bei Straßen, bei Weggabelungen und auf Feldern. Das Heilige wurde in der reformierten Welt abstrakter, räumlich wenig fassbar. Sollte einmal eine Bewegung zur Errichtung von Gipfelkreuzen einsetzen, dann bestimmt nicht hier. Der Pizpuin an der Grenze zwischen dem katholischen Vorarlberg und dem protestantischen Engadin trägt seit 1936 ein Gipfelkreuz.
Als Bürger einer Engadiner Gemeinde darf ich Ihnen sagen, dass uns dieses Kreuz weiterhin katholisch vorkommt. Sie kennen es ja, es ist vom Bild unseres Programms. Seit der Frühperiode um 1800 haben sich Gipfelkreuze bis in unsere Tage laufend vermehrt. Zuerst gab es nur vereinzelte Initiativen, viel häufiger wurden Kreuzsetzungen dann im 20. Jahrhundert mit der Popularisierung des Bergsteigens. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichten sie in den letzten Jahrzehnten. Im Alpenraum schätzt man die Zahl der Gipfelkreuze gegenwärtig auf mehrere Tausend. Zu Beginn handelt es sich, wie gesagt, um eine religiös-kulturelle Begleiterscheinung der Gebirgsforschung und dem daraus hervorgehenden Alpinismus. Um eine dynamische Tradition in Gang zu setzen, bedurft es aber eines konfessionellen Milieus. Und in Umrissen lassen sich drei Regionen und Phasen erkennen. Erstens Habsburgisch-Österreich im 19. Jahrhundert mit starken herrschaftlichen Komponenten. Zweitens Italien seit dem Übergang zum 20. Jahrhundert mit starken religiösen und kirchlichen Komponenten. Und drittens dann Einzelregionen wie das Heilige Land Tirol und die katholische Zitadelle Freiburg in der gemischt konfessionellen Schweiz. Zunächst waren sie sehr religiös aufgeladen, später dann aber von säkularen Vereinen und Freundeskreisen übernommen. Von besonderem Interesse für die Frage nach der religiösen Bedeutung der Berge scheint mir der italienische Beitrag zu sein, also Nummer zwei. Ausgelöst eben durch das landesweite Projekt für das Jubeljahr 1900 mit einem Netz von großen Gipfelkreuzen zu Ehren von Cristo Redentore. Das Projekt wurde in der deutschsprachigen Literatur bisher nur beiläufig erwähnt. In Italien hat es naheliegenderweise mehr Beachtung gefunden, doch vor allem in lokalen und regionalen Publikationen. Eine brauchbare Übersichtsdarstellung steht weiterhin aus. Für meine heutige Präsentation möchte ich Oscar Gaspari danken in Rom, der viel darüber weiß und mir mehrfach mit Hinweisen geholfen hat. Bevor wir uns nun auf die Geschichte einlassen, möchte ich Ihnen einige Protagonisten des Projekts in Bildern vorstellen. Das ist Giovanni Acquaderni mit Freunden in Bologna. Acquaderni, geboren 1839, gestorben 1922, war eine der wichtigsten Persönlichkeiten des politischen Katholizismus in Italien. Er war Publizist und Organisator von Großveranstaltungen, obwohl aus noblem Haus ein richtiger Unternehmer in Sachen Religion. Solche gab es im 19. Jahrhundert eigentlich in allen Ländern. Sie veränderten die Kirche und passten sie bezüglich Kommunikationsmittel an die industrielle Moderne an. Ohne Acquaderni wäre das Jubeljahr 1900 wahrscheinlich anders begangen worden. Das ist Papst Leo XIII. Nach seiner Krönung im Jahr 1878, er war damals schon 68 Jahre alt und bei angeschlagener Gesundheit. Im Jubeljahr war er dann 90-jährig. Er gilt als der erste Enzyklikenpapst mit insgesamt 86 päpstlichen Rundschreiben. Am berühmtesten ist seine Sozialenzyklika Rerum Novarum von 1891, die auf die Lage der Arbeiterschaft einging und die katholische Soziallehre aufwertete. Daneben war er aber ein ausgesprochen marianischer Papst mit 7 Enzykliken zur Heiligen Mutter. Ich vermute, dass Acquaderni die Maria-Enzykliken mehr schätzte als Rerum Novarum, aber was der Papst sagte, war ihm immer Gesetz. Die Karte Italiens
zeigt die ausgewählten Berge für die 19 Gipfelkreuze für den Erlöser. Dazu kam im Verlauf der Aktion ein weiteres Kreuz für seinen Stellvertreter auf Erden hinzu, also für Leo, Papst Leo. Es ist die Nummer 20 in der Nähe von Rom, wo er herkam. Die Systematik der Verteilung von Norden bis Süden wird sofort deutlich. Italien ist ja auch insgesamt ein sehr bergiges Land. Ausgelesen wurden aber nicht unbedingt die höchsten Gipfel, sondern solche mit einer gewissen regionalen Prominenz. Die Darstellung stammt aus einem Programmheft von 1899 und gibt die weitere Entwicklung nur teilweise wieder, wie wir sehen werden. Immerhin konnten im Dezember 1900 Zeugnisse von allen 20 ausgewählten Bergen im Vatikan empfangen werden, in Form von diesen beschrifteten Steinblöcken. Sie sollten bei der Schließung der Heiligen Pforte am Ende des Jubeljahrs in die Mauer eingelassen werden, die man dann beim nächsten Jubeljahr wieder herausschlagen und öffnen konnte. Die Abbildung stammt aus einer billig gedruckten Familienzeitschrift über die entsprechende Zeremonie. Das Bergprojekt des Jubeljahres löste auch andere, nicht von Anfang an geplante Kreuzsetzungen aus. Eine spektakuläre fand 1902 auf dem Matterhorn statt, nicht eben bekannt für leichte Besteigbarkeit. Der geistliche Anführer der Viererseilschaft war jedoch ein hervorragender sogenannter Prete-Alpinista. Er hieß Auguste Carrel und stammte aus einer sehr berühmten Bergsteigerfamilie. Er sitzt hier in der Mitte dieser Gesellschaft. Heute stehen nicht mehr viele der ursprünglichen Gipfelkreuze und Erlöserfiguren auf den italienischen Bergen. Hier die Statue vom Monte Saccarello in den Ligurischen Alpen. Sie wurde von einem Architekten entworfen und in Paris gegossen. Die Einweihung mit einer Messe erfolgte am 15. September 1901, offenbar zusammen mit über 6000 Gläubigen. Auf der Plakette vorne wurde die Zweckbestimmung angedeutet: A protezione della Liguria e delle Valli sottostanti, also zum Schutz von Ligurien und der unterliegenden Täler. Doch nun zur Geschichte des Gesamtprojekts der Reihe nach. Es handelte sich, wie angedeutet, um die umfangreichste kirchlich-religiöse Investition in Gipfelkreuze. Verbunden war sie eben mit diesem runden Jubeljahr, das ausgehend vom Heiligen Stuhl in Rom von Katholiken der ganzen Welt gefeiert werden sollte und vor allem in Italien eine massive Mobilisierung hervorrief. Jubeljahre oder heilige Jahre hatten in der römischen Kirche eine jahrhundertelange Tradition. Mittels spezieller Vorschriften, Sündenablässe und Pilgerfahrten boten sie eine wiederkehrende Gelegenheit, die Gläubigen enger an den Papst und seinen Hof zu binden. Dass für 1900 neu auch ein spezielles Bergprojekt in die Wege geleitet wurde, war unter anderem auf die Entstehung eines katholischen Alpinismus zurückzuführen. Der italienische Historiker Marco Kuatz hat diese Strömung in einer Reihe von Publikationen eindrücklich dargestellt. Alpinisten aus den Städten und aus anderen Ländern, Großbritannien und so weiter, Deutschland auch, fanden in der Frühzeit dieser Leidenschaft häufig eine Herberge bei Geistlichen in den Bergdörfern, die sie nicht nur bewirteten, sondern auch begleiten konnten. Viele von ihnen interessierten sich für die Gebirgsforschung, solange sie im vertrauten Rahmen der christlichen Wissenschaft erfolgte und nicht mit den Schriften der Kirche kollidierte.
Schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts war die körperliche Ertüchtigung und Disziplinierung der Jugend im Freien von katholischen Erziehern empfohlen und organisiert worden. Später nahmen die Jugendausflüge Formen eines gemäßigten Alpinismus an, der unter Anleitung von Priestern auch Familien, Frauen und ältere Pfarreimitglieder umfassen konnte und meist auf nahegelegene, ungefährliche Berge führte. Die Anlässe verbanden das Vergnügen an der Natur und der Gemeinschaft mit Gottesdiensten. Sie waren eine Art religiöse Antwort auf den entstandenen materialistischen Hochgebirgsalpinismus. Daneben streben einige Präte-Alpinisti selbst in die Höhe und vereinzelt errichteten sie dort oben erste Kreuze. Bald verbreitete sich auch die Idee, die heilige Messe in hochalpiner Lage zu feiern. Am 11. August 1893 zelebrierten drei Geistliche aus dem Aostatal mit obrigkeitlicher Erlaubnis, also bischöflicher vor allem Erlaubnis, und einem hinaufgetragenen geweihten Altarstein im Rucksack einen Gottesdienst auf dem Mont Blanc auf 4810 Metern Seehöhe. Laut einem der Geistlichen hörte dieser höchste Gipfel der Alpen damit auf, ein profaner Berg zu sein. Er hatte sich verwandelt und wurde, Zitat, die Fußbank des Herrn, der Berg, wo er sich einen Moment niederlassen wollte, ein Berg, in dem es Gott gefällt, seine Wohnung aufzuschlagen. Mons in quo bene placitum est, Deo habitare in eo. Konflikte zwischen der römischen Kirche und den werdenden europäischen Nationalstaaten waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts häufig. In Italien nahmen sie zugespitzte Formen an, weil das neu unifizierte Königreich seine Hauptstadt 1871 nach Rom verlegte und vorher den päpstlichen Kirchenstaat einverleibte. Er wurde, wie Sie wissen, in verkleinerter Form erst 1929 wieder als souverän anerkannt. Vor diesem Hintergrund empfanden Kleriker und überzeugte Katholiken viele Maßnahmen des neuen Staats als antiklerikal und antireligiös. In dieser angespannten Lage bildeten sich religiöse Aktionsvereine wie die Gioventù Cattolica Italiana, die katholische Jugend Italiens, und die Opera dei Congressi Cattolici, Werke der katholischen Konferenzen. Eine treibende Kraft dieser Bewegung war Giovanni Acquaderni aus Bologna, den wir im Bild gesehen haben. Er profilierte sich besonders bei der Organisation von Feiern im großen Stil zu Ehren des Papsts. Ohne ihn wäre eben das Jubeljahr 1900 wahrscheinlich anders gefeiert worden. Acquaderni stammte aus einem vornehmen Haus und entwickelte sich zu einem erfolgreichen religiösen Unternehmer, der immer neue Wege fand, die geistliche und materielle Kommunikation in seinem Kundenkreis zu intensivieren. Mit auflagenstarken konfessionellen Zeitschriften, Bildern und Devotionalien schuf er sich ein effizientes Mittel zum Aufstieg in höchste kirchliche Kreise. Besonders deutlich wurde die Anlehnung an die Moderne auch bei den veranstalteten Jubiläumsausstellungen, welche das religiöse Kunstobjekte aus allen Ländern und damit einen Hauch der Weltausstellungen in den Vatikan brachten. Regelmäßig konnte der rührige Acquaderni große Summen der Gläubigen als Denaro di San Pietro, also als Peterspfennig, oder als Obolo dell'Amor Filiale, Spende der kindlichen Liebe, dem heiligen Stuhl zu Füßen legen. Die Päpste verdankten ihn mit Orden und Titeln, vom Piusorden bis zum Grafentitel. Als routinierter Grossveranstalter fasste Acquaderni schon früh das Jahr 1900 ins Auge. Er sah es als Chance, 1900 Jahre Jesus Christus zu feiern und gleichzeitig auch seinen Stellvertreter in der Person von Papst Leo dem 13. ins rechte Licht zu rücken.
Doch er hatte nicht mit der Ritenkongregation gerechnet, die seit langem ihre Kontrolle über Jubeljahre ausübte. Mit Brief vom 14. Mai 1895 wies der Präfekt dieser vatikanischen Behörde darauf hin, dass Jahrhundertefeiern eine Neuerfindung seien, die man nicht auf die Mysterien unserer heiligen Religion anwenden sollte. Später wurde er deutlicher. Die Jubeljahre seien stets Zeiten der Buße gewesen und müssen so bleiben, was diese Centenaristi, diese Anhänger der Jahrhundertfeiern, in ihrem übergroßen Eifer nicht einsehen. Acquaderni beugte sich wie immer in absolutem Gehorsam, wie er sagte, doch er hatte hochgestellte Verbündete im Vatikan und schon bald wurde der Präfekt in eine andere Behörde befördert und damit war der Weg frei für eine Großveranstaltung, die alle früheren übertraf. Strategisches Ziel des Vorbereitungskomitees war es, das 20. zu einem Jahrhundert zu machen, das ganz und allein Jesus Christus gehören würde. Eine erste Programmskizze sah einen mehrjährigen Verlauf vor, Sammlung des Obolo dell'Amor Filiale für Leo den 13., Pilgerfahrten im Geiste oder auch in Wirklichkeit nach Loreto, Lourdes, Palestino, Rom, geistliche Exerzitien und heilige Missionen, Beleuchtung der Nacht des Übergangs von 1899 zu 1900. Das Komitee forderte Bischöfe und weitere Persönlichkeiten auf, noch eigene Vorschläge einzubringen. Und das war der Moment, in dem die Berge ins Spiel kamen. Ein Schreiben aus dem lokalen Vorbereitungskomitee in Rom schlug vor, 19 Kreuze für die 19 Jahrhunderte auf den wichtigsten Bergen Italiens zu errichten. Später fügte man, wie gesagt, noch ein 20. Kreuz auf dem Heimatberg des Papstes hinzu und eröffnete die Möglichkeit, anstatt nur Kreuze auch Statuen aufzustellen. Der zahlreichen Konkurrenz zum Trotz schaffte es der Vorschlag, in das Programm des Jubeljahrs aufgenommen zu werden, wozu nicht zuletzt der katholische Alpinismus beigetragen haben dürfte. Ein Zirkularschreiben von 1899 unterstrich die Angemessenheit der Idee. Zitat: Die hohen Berggipfel, welche die italienischen Regionen überragen, bilden sehr geeignete Orte zur Errichtung einer unvergesslichen Erinnerung an die feierliche Ehrerbietung für den Erlöser. Eine Karte Italiens zeigte die ausgewählten Berge von Monviso und Monbarone im Piemont bis zum Monte San Giuliano in Sizilien. Und am 23. Dezember 1900 empfing der Papst die prominentesten Komiteemitglieder, welche ihm die gezeigten 20 beschrifteten Steinblöcke von den ausgewählten Bergen übergaben. Zum Gedächtnis an das Ereignis sollten sie bei der heiligen Pforte des Petersdoms, die nur an den Jubeljahren geöffnet ist, eingemauert werden. Was mit ihnen in der Folge geschah, scheint nicht aktenkundig zu sein. Von einem Römer habe ich mir sagen lassen, dass die Suche nach den Steinen heute ergebnislos verläuft. Beim Herausschlagen der Mauer in den folgenden Jubeljahren können sie weggeworfen, verkauft oder verschenkt worden sein. Die feierliche Übergabe der Erinnerungsstücke griff den Kreuzsetzungen vor. Anlässlich der Zeremonie standen nämlich erst 2 der geplanten 20 Monumente zur Ehrerbietung des Erlösers und seines Stellvertreters auf den italienischen Bergen. In der Folge gesellten sich weitere hinzu, das letzte kam 10 Jahre nach dem Termin. 4 angekündigte Gipfelkreuze blieben ganz auf der Strecke und wurden nie realisiert. Tatsächlich hing vieles vom Glaubenseifer der Diözesen und Pfarreien ab. Das zentrale Komitee gab nur den Rahmen vor, die Ausführung und Finanzierung erfolgte auf den unteren Ebenen. Zu einem Vorzeigeprojekt entwickelte sich das Denkmal auf dem Monbarone im Piemont.
Der Klerus war dafür ebenso eingenommen wie ein beträchtlicher Teil der Gläubigen. Die Geldsammlung ergab stolze 42.000 Lire, nicht zuletzt dank Beiträgen von weiblicher und aristokratischer Seite. Damit ließ sich eine repräsentative Bronzestatue von Jesus mit dem Kreuz realisieren. Dazu hatte offenbar der Papst selbst geraten, als der Bischof in Rom weilte. So könne die Statue den Jahrhunderten widerstehen und auch den Kindeskindern den Glauben ihrer Vorfahren bezeugen. Zwei Generationen später war sie allerdings durch Blitzschlag und Vandalismus schwer beschädigt. Es entzieht sich meiner Kenntnis, weshalb und in welchem Stadium die Projekte in vier Fällen scheiterten. Dafür kamen ausgelöst vom Jubeljahr zahlreiche weitere Gipfelkreuze hinzu, die das Komitee nicht eingeplant hatte. Offensichtlich fühlten sich nicht wenige Leute angesprochen und ermutigt. Entscheidend waren die Gefühlslagen und Möglichkeiten vor Ort. Eine spektakuläre Kreuzsetzung fand am 24. September 1902 auf dem Matterhorn statt, dessen Besteigung schon viele Menschenleben gekostet hatte. Der geistliche Anführer der Viererseilschaft gehörte jedoch zur Elite der Preti Alpinisti, eben dieser Auguste Comte, den wir im Bild gesehen haben. Er schaffte es nicht nur mit seinen Leuten, das Eisenkreuz nach oben zu hieven und dort zu befestigen. Er zelebrierte auf dem schmalen Gipfelgrat auch eine heilige Messe für seine kleine, ich hoffe, schwindelfreie Gemeinde. Ein Kreuz auf einem Berg mache, dass man sich christlicher und gläubiger fühle, schrieb er in seinem Bericht. Das Gebet komme direkt aus dem Herzen. Eine Messe in dieser erhabenen Höhe, wo der Priester ganze Völker beherrsche, habe etwas Imposantes und sei dem Göttlichen näher. Zitat: Ich weiß nicht, ob man sich Wunderbareres erträumen kann. Papst Leo XIII. Dürfte diese Gefühle nicht geteilt haben, schon weil er sehr betagt war. Als 90-Jähriger verfasste er für das Jubeljahr eine dem Erlöser gewidmete Enzyklika «Tamezzi futura prospicientibus». Auch wenn man nicht sorgenfrei in die Zukunft blicken könne, habe es in den letzten Jahren doch durch Gottes Gnade einen Funken Hoffnung gegeben. Anzeichen der Glaubensbelebung in einer Zeit des Klassenkampfs und des laizistischen Staats, denen man durch göttliche Vermittlung des Christo Redentore begegnen könne. Der Papst sprach vieles an, was ihn an dieser Zeitenschwelle bewegte, von der Erbsünde des Menschengeschlechts bis zur unverzichtbaren Rolle der Kirche. Denjenigen, die ein Christentum nach eigenem Geschmack mit milden Vorschriften anstrebten, müsse man das Kreuz vor Augen halten, Zitat, das Vorbild des Lebens und ewiges Banner aller derjenigen, die dem Herrn mit Taten und nicht nur dem Namen nach folgen wollten. Das Kreuz von Leo XIII. Hatte keinen konkreten Ort in der Umwelt. Seine Enzyklika befasste sich ausschließlich mit der Heilsgeschichte. Das Buch der Natur, welches Gottes Wirken in der Schönheit und Nützlichkeit der Umwelt offenbarte, schlug der Papst nicht auf. Dies ist ein weiterer Hinweis, dass sich die Frömmigkeitskultur in den Bergen aus anderen Quellen speiste. Es war vor allem der niedere Klerus in der Peripherie und die naturliebenden Gemeindemitglieder, also die Basis des katholischen Alpinismus, welche sie im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelten und praktizierten. Sie gingen meist nicht so weit zu behaupten, ihre Berge seien heilig. Doch in den Augen vieler war Heiligkeit auch eine Qualität, die durch Berührung übertragen wurde.
Aquaterni, die graue Eminenz des Jubeljahres, hatte sich dieses Prinzip immer wieder zunutze gemacht, um seine Katholiken zu einem vermehrten Obolus zugunsten des Papstes anzuspornen, pflegte er das Kirchengerät, das der Heilige Vater im Vorjahr benutzt hatte, im folgenden Jahr unter den aktiven kirchlichen Institutionen zu verlosen. So dürften für Gläubige auch die heiligen Kreuze und Statuen auf den Bergen zeitweise eine Ausstrahlung gehabt haben. Das Jubeljahr 1900 war kein internes italienisches Ereignis. Es richtete sich an die Gläubigen der universalen Kirche. In der Periode des europäischen Hochimperialismus und der beschleunigten Globalisierung fühlte sich die Kirche noch universaler als früher. Tatsächlich entstanden dann rund um den Erdball zahlreiche Gipfelkreuze und Gipfelstatuen. Das berühmteste Nachfolgeprojekt war der Cristo Redentor auf dem Corcovado über Rio de Janeiro. Vorgeschlagen wurde er 1921 vom katholischen Zirkel der damaligen brasilianischen Hauptstadt. Die kleine baptistische Gemeinde vor Ort bezeichnete die Idee als Abgötterei, entsprechend ihren reformatorischen Vorfahren, die vor 400 Jahren gemahnt hatten, man solle sich keine Gottesbilder erstellen und verehren. Für die große Mehrheit der Christen war der Einwand auch deshalb obsolet, weil die moderne technische Ausführung des religiösen Denkmals den Nationalstolz der jungen Republik beflügelte. Hergestellt wurde die 30 Meter hohe Art Deco-Figur von 1922 bis 1931 in Paris, bekannt als Ort, wo auch die Freiheitsstatue von New York herkam. Als die Finanzierung dann zum Problem wurde, half der Vatikan mit. Und bei der Einweihungsfeier schaltete der berühmte Erfinder Giuseppe Marconi die elektrische Beleuchtung des Monuments in Rio de Janeiro via Radiowellen von Italien her ein, auch um daran zu erinnern, wie er sagte, wo das Zentrum der Christenheit liegt. Ein erstes Projekt für den Erlöser in Rio war übrigens noch einigermaßen traditionell. Sie sehen es hier, der Erlöser mit dem Kreuz in seiner linken Hand und einer Weltkugel in der rechten Hand, die offenbar auch auf den globalen Anspruch hindeuten sollte. Die moderne Lösung, für die man sich dann entschied, sah etwas anders aus. Hier sehen wir ein Werbeplakat der Pan American Airways von ungefähr 1935. Die Gesellschaft wollte ihr neues Luxusflugzeug für Langstreckenrouten präsentieren, was man offenbar am besten mit dem Gipfel Christus machen konnte. Das Bild mag auch illustrieren, dass diese christliche Heiligkeit der Berge historisch nicht alt, sondern jung war. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Ich aufgrund der Zeit möchte gleich fragen, wer hat Fragen? Ja, vielen Dank, Herr Mathieu, für diesen schönen Vortrag. Um ein bisschen die Diskussion aufzunehmen, die wir auch bisher hatten. Also aus Ihrem Vortrag scheint mir doch deutlich hervorzugehen, dass die Berge ursprünglich nicht etwas Heiliges hatten, sondern dass die eine Bühne darstellen, die auch sehr stark sozusagen der Selbstvergewisserung dienten und sich selbst sozusagen entsprechend zu platzieren. Wie würden Sie da die Rolle einschätzen, das Ganze auch viel stärker noch als ein nationales Unternehmen zu sehen, das sozusagen der junge italienische Nationalstaat feiert, um das Gebiet sozusagen abzustecken und dass vielleicht auch darin der Widerstand des Papstes irgendwie zu suchen ist, der eigentlich eine universalere Perspektive auf die Christenheit hat. Ja, vielen Dank. Ja, Sie haben da sicher sehr Wesentliches angesprochen. Ich glaube schon auch, dass das eine nationale Komponente auch enthielt, also besonders diese
dieser Schub, der von diesem katholischen Alpinismus herkam, weil, wie soll ich sagen, die Alpenwahrnehmung in Italien unterschied sich ja in dieser Zeit ein bisschen von der nördlichen, also französisch, britisch, deutschen Wahrnehmung, die doch sehr stark durch die Aufklärung geprägt war, die man eigentlich in Italien in dieser Hinsicht nicht sieht. Also in Italien beginnt eigentlich der Alpenhype, sage ich jetzt mal, beginnt eigentlich mit dem Nationalstaat, oder? Also mit der Einigung des Königreichs, und plötzlich werden die Alpen, und sie haben sehr viele Alpen, werden diese Grenze, und dann wird es national aufgeladen. Also es ist sehr viel stärker das, was man La Guerra delle Bandiere nennt, also der Krieg der Fahnen, oder? Es wird, die Alpini waren die erste Militäreinheit für Bergregionen weltweit, oder? Also das darf man nicht vergessen, das würde man eigentlich nicht meinen. Aber was Sie vorher angesprochen haben, ich denke, im Christentum waren die Berge indifferent. Sie wurden einfach nicht angeschaut eigentlich, und es ist eigentlich wie eine Wahrnehmungslücke. Oder? Und das hat mit sehr vielen Umständen zu tun, die Sie alle sehr gut kennen. Also ich sehe da gerade Herr Hahn vor mir, oder? Also die weit ins Altertum zurückreichen. Und man sieht dann eben das, und da kenne ich mich dann ein bisschen besser aus, dass es so am 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert dann eigentlich durch diese Naturforschung, und dann wird sehr stark dieses heilige Buch der Natur betont und zum Teil überbetont, und das ist eigentlich lange eine semi-heretische Position, oder? Wissen Sie zufällig, welche diese vier Regionen in Italien waren, wo das nicht umgesetzt worden ist? Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz auswendig. Weil es vielleicht auch interessant wäre, um diesen unter Umständen um diese nationale Dimension. Ah, ob die alle im Süden waren, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, das könnte interessant sein, oder? Ja, das könnte sicher interessant sein. Nein, ich habe da eher versucht, jetzt auf diese religiöse Bedeutung hinzugehen, weil es ist doch interessant, dass man sieht, dass wenigstens von diesen Pfarren, also diese Statements, eigentlich eine religiöse Aufladung der Berge kommt, also die man eigentlich sonst nicht erwarten würde im Christentum. Und ich denke, es ist eigentlich wie eine frühe Phase von dem, was man dann Greening of the Religion nennt, oder was ja in der amerikanischen Forschung vor allem hervorgehoben wird, dass mit der Umwelt, also mit diesem Ecological Turn seit 1970 eben eigentlich eine neue Wahrnehmung der Umwelt in viele Regionen, aber besonders auch das Christentum, eingegangen ist, und dass man gewisse Sätze, die man früher routiniert gesagt hat, einfach weglässt heute. Aber natürlich, wie soll ich sagen, gewisse Grundkonzeptionen sind auch in der neuesten Enzyklika von Papst Franziskus nicht eliminiert worden. Aber es ist typischerweise der erste, der sich nach Franz von Assisi nennt. Ja. Vielleicht ist die Frage schon beantwortet worden, beziehungsweise ist es eine sehr naive Frage. Aber Sie haben den globalen Anspruch erwähnt. Ich wollte fragen, wie das vielleicht in anderen Religionen beziehungsweise Kulturen war, weil es ist ja schon sehr von Europa ausgegangen, diese Symbolik, glaube ich. Also Kreuz ist ja ein europäisches Symbol, und natürlich wahrscheinlich auch in anderen Regionen wie Brasilien, Mexiko und so weiter, diese religiöse Symbolik, und das Berg halt aufgeladen, und wie ist es damit umgegangen worden, nicht nur in Gebieten, die kolonialisiert worden sind, wie Afrika, Lateinamerika und so weiter, sondern vielleicht auch in Asien oder in anderen Religionen allgemein. Also wie ist es eben, diese Verbindung zwischen Religion und Berg? Ja, ich glaube, Heilige Berge ist ein sehr gutes Thema für Postkolonialismus, weil die Europäer sind die Letzten eigentlich, oder? Die Berge heilig sprechen. Also zuerst sind es alles diese asiatischen Kulturen und so, und wir haben da große Spezialisten vom Buddhismus und Islam. Also Islam ist vielleicht ein anderes Kapitel, würde ich jetzt sagen. Aber wenn man so wirklich sehr grob
sagen will, dann würde ich schon sagen, der Schwerpunkt ist Asien. Aber es gibt es natürlich in sehr vielen Bereichen, eigentlich fast in den meisten. Aber es ist auch sehr nuanciert und es ist eigentlich auch schwierig zu beschreiben, oder dieses Verhältnis zu den Bergen. Mich hat es immer fasziniert, weil es so praktisch ein bisschen eine Alternative ist zu unserem Aufklärungsdiskurs. Oder weil der Aufklärungsdiskurs ist schwierig zu globalisieren, finde ich. Das ist wirklich irgendetwas Europäisches. Oder? Kommt auch stark aus der Kirche, würde ich meinen, oder wie überhaupt die Naturforschung. Das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit diesem Thema befasst habe, war an einem Weltkongress in Australien und wir hatten da das Thema zugesprochen bekommen, Mountains and Peoples, glaube ich, Culture sowieso. Und das war global gemeint und dann haben wir diskutiert, wie machen wir das? Wir können nicht Nature and Culture nehmen, das ist sehr europäisch. Wir müssen uns auf etwas konzentrieren, was man wirklich global anschauen kann. Und da ist Heiligkeit eigentlich das bessere Thema als Aufklärung, finde ich. Ja. Vielen Dank. Es hätte noch Zeit für eine ganz kurze Frage mit ganz kurzer Antwort. Gut, das ist nicht der Fall. Dann werde ich gerne überleiten.